Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von uns beiden. Mein Name ist Bottom Reaper. Hier ist er zurecht. Und ihr seid bei den Top 11 besten Spielen aus dem Jahr 2013. Wieso 11 und nicht 10? Weil wir von Get to the Keyboard euch immer ein Stückchen mehr liefern als der Rest. Nun ja, auf unserer Liste haben es sogar ein paar mehr Spiele als nur 11 geschafft, denn manche Titel fanden wir einfach so besonders oder so erwähnenswert, dass wir über die reden wollten. Die gehören vielleicht nicht unbedingt in die Besten der Besten rein, aber wir fanden sie interessant und nehmt deswegen alle Spiele, die hier drin sind, mit einer Prise Salz. Genau, es gab in diesem Jahr viele, viele Spiele, die herausgekommen sind, davon einige markante AAA-Spiele auch, zum Beispiel Call of Duty Ghosts, SimCity oder Crysis 3, die es zum Beispiel aber auch nicht in unsere Liste geschafft haben, genau wie tolle Indie-Spiele, wie zum Beispiel Outlast, The Stanley Parable, Brothers, A Tale of Two Sons und so weiter. All diese Titel findet ihr nicht in unserer Top 11, aber das heißt ja nicht, dass die nicht erwähnenswert sind. Und darüber könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare was schreiben, könnt darüber diskutieren. Und wenn wir die Spiele gleich erwähnen werden in unseren Top 11, dann könnt ihr auch gerne in die Beschreibung gucken, denn zu einigen Spielen haben wir auch selber Reviews gemacht. Die könnt ihr euch dann nochmal gerne anschauen, weil da auch wir ausführlich beschreiben, warum überhaupt ein Spiel jetzt gut oder schlecht ist und warum nur an dieser Stelle der Top 11. Und damit möchte ich auch gerne die Top 11 beginnen und auf Platz 11 ist bei uns Gone Home. Gone Home ist ein Indie-Titel, kam dieses Jahr raus und hat viele Leute überrascht, denn auf der einen Seite wird es in den Himmel gelobt, hat ziemlich dicke Kritiken bekommen und auf der anderen Seite wird es von vielen Leuten gehasst, weil es noch nicht mal ein Spiel ist für diese Leute, sondern einfach nur ein Laufsimulator, so in etwa, ja. In diesem Spiel stecken aber ziemlich viele Emotionen drin. Man erlebt eine ziemlich emotionale Geschichte, die gerade erwachsene Menschen meistens anspricht, die auch schon was erlebt haben im Leben. Und ich fand dieses Spiel recht spannend eigentlich, wenn man es, ich habe es komplett durchgezockt in einem Rutsch und das Spiel hat schon etwas in einem bewegt, aber es kommt halt trotzdem nur auf Platz 11 bei uns, weil es einfach viel zu wenig Gameplay hat und einfach so sich nicht messen kann mit dem Rest in unserer Liste. Auf Platz 10 ist bei uns Europa Universalis 4 und dieses Spiel von Paradox Interactive hat wahrscheinlich oder haben nicht viele von euch gehört, aber es gehört auf jeden Fall für mich in die Liste rein, da es wohl mit Abstand eines der komplexesten Strategiespiele ist, die in diesem Jahr rauskamen. Also das auf jeden Fall. Denn dieses Spiel ist nicht nur super komplex, es bietet auch eine Fülle an Inhalt, die historisch auch noch sehr korrekt ist. Und es macht einfach, wie zum Beispiel auch andere Rundenstrategiespiele, ziemlich süchtig und man will immer noch eine Runde spielen und es ist einfach dieser Umfang, der an diesem Spiel so begeistert und darum auch auf jeden Fall einen Platz in unserer Liste drin. Auf historische Genauigkeit setzt das nächste Spiel, das allerdings keine Nummer hat, sondern einfach nur als nennenswerte Erwähnung hier vorkommt, relativ wenig. Es handelt sich um Volga der Viking. Und dieses Spiel wurde von mir ausgewählt, weil es einfach mein persönliches Dark Souls von diesem Jahr ist. Es ist unglaublich schwierig, es macht aber süchtig, denn man will es sich selbst beweisen, dass man es schaffen kann. Es ist im Stil gehalten von den alten Spielen, den alten Mega Man-Spielen, Super Castlevania, Battletoads, wie auch immer ihr es nennen wollt, mit was auch immer ihr es vergleichen wollt. Dieses Spiel ist hart, schwer, brutal, es vergibt nicht und trotzdem möchte man immer wieder kommen für mehr Schläge. Ich verstehe es auch nicht. Auf Platz Nummer 9 ist bei uns Saints Row 4. Nun ja, ihr wisst schon, das sind Spiele, die nur auf dem PC sind, sodass ein GTA nicht hier vorkommen kann. Deswegen habe ich das erstbeste genommen, was dieses Jahr auf dem PC erschien, das ist Saints Row 4. Es ist allerdings nicht so, dass einfach nur die blöden Reste sind. Dieses Spiel hat es wirklich in sich. Es hat so viel Umfang, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist natürlich nirgendwo an der Realität festgebunden, sondern es ist so abstrakt und so verrückt, wie ein Spiel nur sein kann. Also Sandbox eigentlich vom Feinsten. Es ist aber trotzdem nur auf Platz 9, weil ich persönlich Saints Row 3 besser fand und mir kam so vor, als hätten die bei dem vierten Teil ein bisschen zu sehr übertrieben. Also, dass man zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wird und dann sich mit Aliens bekämpft, ist vielleicht nicht so die richtige Richtung gewesen. Dennoch aber ein geniales Spiel, meiner Meinung nach verdient auf Platz 9. Naja, auf Platz 8, StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wer hat's gedacht, dieses Spiel muss bei uns auf diesem Kanal irgendwo vorkommen.
Es war einfach, oder es ist, der Realtime-Strategie-Riese aktuell, bis Warcraft 4 rauskommt, aber man weiß ja nicht, wann das passiert. Und es gehört einfach hierhin. Wer Realtime-Strategy-Games mag, wird um dieses Spiel nicht herumkommen. Es gab neue Einheiten, es gab neue Maps und der Support von Blizzard ist da. Auch wenn ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte, und deswegen ist es auch nur auf Platz 8, ein paar mehr Änderungen in diesem statischen Battle.net-System wären ganz angebracht gewesen. So kann man trotzdem nicht bestreiten, dass die hier einfach einen Titan errichtet haben, der allzu bald nicht verschwinden wird. Auf Platz 7 bei uns, auch ein Spiel, welches ihr auf unserem Kanal öfters mal findet, und zwar Battlefield 4. Wir haben dieses Spiel oft gespielt, haben lustige Abende gehabt und ge dieses Spiel gehört auf jeden Fall in unsere Liste rein, einfach weil es so viel Spaß macht, einfach weil es das Shooter-Spiel in diesem Jahr für uns ist. Nicht Call of Duty Ghosts, welches für uns einfach immer wieder dasselbe ist, aber Battlefield 4 hat zwar nicht viel sich geändert im Gegensatz zu Battlefield 3, aber es hatte sinnvolle Änderungen gehabt. Es sind neue Maps rausgekommen, neue Waffen, neue Modi, eine sehr hübsche Grafik. Viele denken sich wahrscheinlich, nein, das alles rechtfertigt es nicht, eigentlich in diese Liste zu kommen, auch weil es ziemlich Startprobleme gab. Aber wir finden, trotz allem macht dieses Spiel einfach Spaß und das ist doch das, worauf es ankommt, oder nicht? Ich würde auf jeden Fall dir zustimmen. Battlefield ist nun mal so, die meisten Leute sagen, es ist überteuert. Die meisten Leute sagen, dass diese DLC-Packs, die da rauskommen, einfach nur aus dem Spiel herausgerissene Inhalte sind, die nachher für teuer Geld nochmal nachverkauft werden, obwohl sie hätten von Anfang an drin sein müssen. Ja, natürlich, aber es geht hier einfach nur um die besten Spiele. Es geht nicht um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es geht nicht darum, welche Firma hat in Anführungsstrichen sauber gearbeitet, welche hat zwielichtige Methoden, um ihr Geld zu verdienen. Es geht einfach nur um das Spiel, das ich einlegen kann und wo ich einfach sagen kann, wow, das macht Spaß. Die Grafik ist super. Die Atmosphäre ist genial. Ich kann mit bis zu 64 Leuten mir auf einer riesigen Map mit Hubschraubern, mit Flugzeugen, mit allem Möglichen ordentlich ein auf den Nuss geben. Und wenn ich dann in irgendeinem Haus bin, wo ein Panzer riesige Löcher reinschießen kann, dann kann ich einfach nicht verstehen, wie man dann irgendwie sagen kann, dass dieser Shooter nicht einfach der beste dieses Jahres ist. Einfach Punkt. Only in Battlefield 4. Genau, Only in Battlefield dieser 4. Spruch hat ziemlich oft dieses Jahr auf jeden Fall gepasst. Und auf Platz 6 haben wir ebenfalls ein Spiel, welches wir beiden öfters mal nachts gespielt haben, und zwar Path of Exile. Und dieses Spiel ist wohl der Newcomer dieses Jahres. Ziemlich erfolgreich in den ganzen Kritiken. Es ist ein direkter Konkurrent mehr oder weniger zu Diablo 3. Und für uns beide schlägt es Diablo 3 auch auf jeden Fall, denn es ist viel näher an den Wurzeln von Diablo 2 wieder. Es ist ein düsteres Hack'n'Slay. Es bietet einen dicken Umfang. Erst recht, das ganze Skillsystem ist einfach wirklich umwerfend, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es ist einfach das, was es sein soll. Ein sehr gutes Hack'n'Slay. Es ist ein faires Spielsystem, denn es ist ja auch noch Free to Play, muss man dazu sagen. Und es ist kein Pay to Win, denn man kann sich nur kosmetische Sachen kaufen. Also auch da schon mal ein Pluspunkt. Es läuft, es hat keine wirklich merkbaren Bugs. Es hat keinerlei Probleme, dieses Spiel. Man kann es einfach zocken, Spaß haben und das auch noch kostenlos. Darum für uns auf jeden Fall auch wieder ein Platz in unseren Top 11. Ja, also auch meiner Meinung nach Platz 6 Path of Exile definitiv verdient. Falls ihr jetzt sagt, wieso ist Diablo nicht drin? Diablo Reaper of Souls, genauso wie zum Beispiel Hearthstone, ist alles noch Beta, können wir einfach nicht mit reinnehmen. Aber Path of Exile ist einfach super. Ein Free-to-Play-Game mit einem riesigen Umfang, mit so viel verschiedenen Routen, die man wählen kann, um seinen Charakter zu entwickeln, dass dagegen das Ferrobrett von Final Fantasy X wie ein Kindergeburtstag aussieht. Ich habe noch nie so viel Freiheit in einem Spiel erlebt. Und ganz wichtig, wie er zu euch schon gesagt hat, es ist komplett fair. Ein super Free-to-Play-System zusammen mit einem fairen, konstanten und logisch durchdachten Kampfsystem macht einfach sau viel Spaß. Wir beide saßen abendelang einfach zusammen im Teamspeak, haben uns gegenseitig irgendeinen Müll erzählt und hatten einfach Spaß. Also das, was eigentlich Diablo 3 hätte sein sollen, wenn die diesen Mist mit dem Real Money Auction House nicht implementiert hätten und dadurch die Drop-Chancen absichtlich nach unten gepusht hätten. Dieses Spiel ist einfach sehr, sehr gut. Ein weiteres gutes Spiel, ebenfalls free to play, aber diesmal außerhalb unserer Liste, ist Warframe. Warframe hat ebenfalls dieses Jahr überrascht, ist ein Free-to-Play-Spiel. Wir haben es auch auf unserem Kanal vorgestellt, beziehungsweise ich habe es vorgestellt in ein paar Gameplays.
Und es ist auch einfach ein Spiel, man geht online, man muss nicht sich viele Gedanken machen, man joint ein Multiplayer-Spiel mit anderen, es ist halt ein Koop-Shooter, Schnetzelspiel, weil es in einer Third-Person-Perspektive stattfindet, man schießt die Gegner um, man schlachtet sie mit Schwertern ab, alles in einem Sci-Fi-fiktiven Universum und ja, es macht einfach Spaß, man kann es auch solo spielen, wie gesagt, es ist ebenfalls Free-to-Play, aber kein Pay-to-Win. Wenn, dann muss man sich einfach nur bemühen, beziehungsweise viel spielen, um alles freizuschalten. Aber es ist eben auch wieder genau dasselbe wie bei Path of Exile. Es ist kostenlos, es ist unkompliziert und es macht einfach viel, viel Spaß. Das nächste Spiel auf unserer Liste auf Platz 5 ist Assassin's Creed 4 Black Flag. Dieses Spiel musste für uns auch auf jeden Fall in diese Liste rein, denn Assassin's Creed hat auf jeden Fall diesmal überrascht wieder mit Neuerungen. Erst recht, das ganze Setting ist ziemlich cool gelungen. Viele sagen, das hat doch nichts mehr mit Assassin's Creed zu tun. Wobei, das ist doch Schwachsinn. Hey, wäre Assassin's Creed 1 in der Piratenzeit gewesen, hätte auch keiner jetzt gemeckert, wenn es in irgendwelchem Mittelalter-Setting gewesen wäre. Also ist diese Begründung doch irgendwie Quatsch. Assassin's Creed 4 ist immer noch Assassin's Creed. Und das macht es ziemlich gut. Es ist erfrischend. Der Hauptcharakter ist sehr charismatisch. Das Kampfsystem ist immer noch genauso gut, wurde sogar ein bisschen anspruchsvoller gemacht. Das ganze Spiel wurde an vielen Stellen aufpoliert und nicht nur grafisch, sondern auch vor allem vom Gameplay her. Die Entwickler haben eigentlich nur Gutes hinzugefügt. Das Spiel bietet wieder eine Hülle und Fülle an Content. Man kann sehr, sehr viel machen, sehr viel entdecken und die Story ist einfach cool gemacht. Es ist spaßig und es gibt eigentlich hier auch wieder wenig dran auszusetzen, außer natürlich ein paar Bugs. Vielleicht die hohen Grafikanforderungen, aber ansonsten ist Assassin's Creed 4 ja einfach ein sehr, sehr würdiger Nachfolger. Und wo wir schon bei irgendwas sind, was die Zahl 4 drin hat, so ist unser nächstes Spiel eben auf der Nummer 4, nämlich Tomb Raider. Der Remake bzw. der Relaunch von dieser Serie. Ich habe dazu ja bereits eine Review gemacht und dieses Spiel war einfach alles, was ich von einem Remake erwartet hätte. Auch wenn die Charakterentwicklung von Lara Croft mir persönlich etwas, nun ja, ich würde sagen, extrem vorkam, dass sie in einer Szene sich davor erschreckt, dass einer umgebracht wurde, und in der anderen Szene, wo man dann tatsächlich selbst Lara spielt, sie fühlt, als hätte man Rambo und Chuck Norris in sich vereint und man ballert einfach rum und die Leute kippen um, weil sie mit so viel Kugeln durchsiebt waren, dass man die hätte als Durchschlag für eine Packung Spaghetti benutzen können. So ist es trotzdem einfach richtig gut gemacht. Sämtlichen Flair, den die alten Tomb Raider Teile hatten, wurde hier natürlich wieder reingebaut mit einem ganz persönlichen Charme. Lara ist noch nicht dieser Badass, der einen flotten Spruch auf den Lippen hat, sondern sie hat Angst und sie muss sich erst zurechtfinden und das Kampfsystem, die Steuerung und alles drumherum, die ganzen Aspekte der Nebenquests sind einfach so gut gemacht. Das Gameplay ist so, ich will nicht sagen perfekt, aber so wirklich spot on, dass ich einfach nicht anders kann, als diesem Spiel den vierten Platz zu geben. Es geht nicht anders. Es ist so gut. Ein weiteres Spiel, welches wir einfach dazwischen werfen, ist DayZ. Und zwar, warum hat es keinen Listenplatz irgendwie erworben? Weil es einfach natürlich noch total unfertig ist. Es ist sogar noch in der Alpha. Aber warum möchten wir es gerne erwähnen? Weil es einfach ein ziemlich gutes Potenzial hat. Wir haben ein paar Gameplay-Videos dazu gemacht und man kann daran sehen, es macht Spaß und man sah schon die Mods und man sieht auch jetzt, wie häufig das Spiel gekauft wird. Es ist auf Platz 1 der Steam-Verkaufscharts im Moment, obwohl sogar der Entwickler sagte, ey, lasst mal lieber die Finger davon, es ist noch eine Alpha, da funktioniert eigentlich noch gar nichts. Und trotzdem macht dieses Spiel einfach Spaß und es ist einfach was Besonderes, weil es auch kein vergleichbares Spiel gibt. Die Qualität dieses Spiels ist vielleicht nicht, ja, ist nicht toll. Ja, um es einfach mal so zu sagen, das Spiel ist total verbuggt, aber es gibt halt nun mal auch in dieser Branche, in diesem Genre, gibt es einfach nichts Vergleichbares. Es ist spannend, es ist teilweise nervenaufreibend, dieser Überlebenskampf kommt sehr gut rüber, dank der Engine, wobei eben auch die Engine im Moment der größte Schwachpunkt mehr oder weniger noch ist. Aber wir sehen auf jeden Fall in diesem Spiel ein ziemliches Potenzial und deswegen ist es auf jeden Fall erwähnenswert. Und bevor wir zu Platz 3 kommen, nochmals Anmerkung, bevor die ersten Leute sich beschweren, wieso habt ihr denn DayZ erwähnt? Es ist, wie gesagt, außerhalb unserer Liste. Beta- und Alpha-Spiele können wir natürlich erwähnen, sie gehören aber nicht auf einen festen Platz rein. Und deswegen haben wir zum Beispiel Hearthstone nicht erwähnt, weil ist Beta, aber
passte einfach so nicht wirklich für uns ins Konzept. Egal, Platz Nummer 3, Metro Last Light. Wer mein Review gesehen hat, der weiß, ich liebe dieses Spiel. Ich finde, es war der beste Shooter, der beste Singleplayer-Shooter von diesem Jahr. Die Grafik ist überwältigend und nicht einfach nur im Sinne von Battlefield 4, boah, die Grafik ist so geil, sondern die Grafik hier ist so gut gemacht, dass man dadurch eine Stütze bekommt, beziehungsweise die Grafik hilft einem, in die Atmosphäre einzutauchen. Sie ist gut gemacht. Allein schon diese ganzen Schlammspuren, diese ganzen Dreckspritzer, die man auf seinen Helm bekommt, wo man mit der Hand drüber wischen kann und wie die Grafik das dann so schön macht, wie diese ganzen Spuren von der Hand dann noch da bleiben, wie man das einfach sieht, das ist überwältigend. Die Atmosphäre in diesem Spiel ist so unglaublich gut, dass man sich fühlt, als wäre man direkt da drin. Stellt euch vor, Moskau. Nach einem Atomkrieg oder was auch immer da passiert, ein riesiger Fallout. Die Leute leben in den Metros und das ist so eine tiefe menschlich-psychologische Studie, wozu der Mensch eigentlich bereit ist, wie weit er gehen wird. Es gibt die dunkelsten Abgründe, Menschen werden gefoltert, es gibt Nazis, es gibt Kommunisten, wirklich die kränksten Sachen, die man sich vorstellen kann aus der Geschichte und man sieht einfach, wie es sich wiederholt. Das ist also in einem Shooter, der nicht einen hinstellt als Rambo mit unendlich Munition nach Motto bam 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 bam, sondern wo man um die Munition kämpfen muss, wo man tatsächlich Angst hat vor den Gegnern. Also so ein atmosphärisches Spiel habe ich in diesem Jahr noch nicht erlebt und jeder, der es nicht gespielt hat, ihr habt was verpasst. Geht hin, kauft es, spielt es, dankt mir später, ganz ehrlich. Und als das letzte Spiel, das außerhalb von unserer Liste hier drin ist, ist The Walking Dead Season 2. Ich kann es einfach nicht mit reinnehmen, weil es ist nur ein Fünftel von einem Spiel. Es ist nur anderthalb bis zwei Spielstunden und egal wie man es dreht, das ist zu wenig. Trotzdem sieht man einfach die Genialität von diesem Spiel. Wer The Walking Dead Season 1 gemocht hat, der kann einfach nicht daran falsch liegen, sich dieses Spiel jetzt Season 2 nochmal neu zu kaufen. Es ist sehr, sehr gut. Die Atmosphäre ist top, man sieht die Entscheidung und die Wahl der Entwickler bzw. deren Entscheidung, Clementine als die Hauptperson hinzustellen, war einfach ultimativ genial. Denn aus dem ersten Teil, aus der ersten Season, fühlt man immer noch die Pflicht, dass man Clementine beschützen muss. Man hat ja Lee gespielt und man musste immer auf sie aufpassen. Sie war immer, in Anführungsstrichen, das kleine Mädchen in dieser düsteren, grausamen Welt. Jetzt spielt man sie selbst und man ist dieser Mensch, man ist dieser Charakter. Und man denkt sich, hallo, ich weiß nicht, wie viel ich durchlebt habe, du wirst mir gar nichts sagen. Und man fängt an, sich zu entwickeln, man fängt an, aus diesem kleinen Mädchen etwas zu machen, was tatsächlich überleben kann. Und es macht einfach Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Episoden, aber so aktuell hat es einfach keinen Platz verdient, denn es ist nur ein Fünftel Spiel. Leider. Ja, kommen wir zu Platz 2. Und was wäre Get to the Keyboard ohne dieses Spiel, ja? Ich spreche von Dota 2, ja. Unser Kanal basiert auf Dota 2 und für uns ist dieses Spiel, und nicht nur natürlich nur Dota 2, sondern schon damals Dota, für uns einfach das Strategie- oder das Realtime-Strategiespiel, ja, oder MOBA-Genre, wie man es auch nennen möchte, was eigentlich auf dem Markt existiert. Es ist eigentlich für uns das Wettkampfspiel überhaupt, denn es bietet einfach eine Fülle und eine Tiefe an strategischen Möglichkeiten, die man immer wieder neu ausprobieren kann. Man kann immer wieder was Neues entdecken. Selbst wir, die das Spiel jetzt schon wahrscheinlich acht Jahre oder so gespielt haben, entdecken immer wieder noch neue Strategien. Es ist einfach im Wettkampf, im 5-on-5, so tief strategisch und es erfordert so viel Teamplay, dass es einfach, ja, umwerfend ist. Und dann ist natürlich Dota 2 auch noch ein würdiger Nachfolger zu Dota. Die Grafik, die komplette Engine wurde ziemlich gut gebaut. Das Spiel sieht sehr hübsch aus, die Steuerung ist ziemlich flüssig, alles läuft. Das ganze Dota-System, worauf es ja eben basiert, jetzt auf Steam, auch das funktioniert wunderbar. Das ganze System ist sehr gut aufgebaut. Was ebenfalls natürlich bei Dota 2 sehr gut zu erwähnen ist, ist, dass es Free-to-Play ist und dass es auch fair ist. Wir können spielen und zwar sofort, wir können alles spielen. Wir müssen uns nicht erst irgendwas frei grinden, wie auch immer, ja. Sondern wir können einfach direkt von vornherein das komplette Spiel erleben, wie es ist. Anfänger werden in Tutorials an das Spiel herangeführt. Es gibt dann noch weitere Funktionen im Spiel, die Anfänger an die Hand nehmen. Und dann kann man eigentlich gut starten.
dann muss man ja auch eben erwähnen, dass man sonst auch wieder nichts sich irgendwie kaufen kann, um irgendeinen Vorteil zu haben. Das ist natürlich super wichtig bei einem Free-to-Play-Spiel und deswegen auch so erwähnenswert, dass League of Legends natürlich nicht in dieser Liste ist, ist klar, weil es kam ja nicht dieses Jahr raus. Dota 2 kam eben 2013 offiziell aus der Beta heraus und deswegen erwähnen wir es auch diesmal in einer Liste. Wir haben so viele Guides gemacht, da merkt man, wie strategisch dieses Spiel ist. Also ich finde es einfach das Spiel, wir spielen so lange und es macht immer, immer wieder Spaß. Ich kann mich eigentlich nur dem lieben Natsuri anschließen. Es ist einfach ein Spiel, wo ich am Anfang dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Wie viel Spaß kann es denn machen, nur einen einzigen Helden zu steuern? Ich muss euch dazu sagen, ich komme von Warcraft 3. Und in meiner Pause oder in meiner Freizeit habe ich mir gedacht, okay, komm, du probierst mal dieses Dota aus. Und es hat mich gefesselt. Es ging sogar so weit, dass ich absichtlich das Clan-Training geschwänzt habe, nur um Dota zu spielen. Es war einfach ein Schock, wie viel Spaß man mit so einem so kleinen, scheißdreckigen Helden haben kann, ist unvorstellbar. Ich meine, die Tiefe dahinter, welche Items, in welche Richtung ich gehe, wo setze ich die Wards, allein diese blöden Wards, wie viel Gedanken man sich bei so blöden Wards machen kann, zeigt einfach, wie tiefgründig dieses Spiel ist. Wie viel man eigentlich da wissen kann oder wissen muss. Klar, die meisten werden sagen, es überschlägt dann am Anfang. Ja, ich gebe euch vollkommen recht. Es überschlägt dann am Anfang, es ist einfach viel zu tiefgründig, dass man da als Anfänger einfach reingehen kann nach dem Motto, okay, was ist das denn? Ich probiere es mal aus. Aber dafür gibt es unsere Guides, dafür gibt es ziemlich viele Hilfe im Internet und gebt diesem Spiel eine Chance. Es wird euch einfach in seinen Bann ziehen. Es geht nicht anders. Was einen auch in den Bann zieht, ist natürlich Platz 1. Und für viele mag es wahrscheinlich auch keine Überraschung sein. Und es ist nämlich Bioshock Infinite. Bioshock Infinite ist einfach, ja, ist einfach für uns das Spiel des Jahres für den PC, muss man nochmal dazu sagen, für den PC. Denn es bietet einfach nicht nur ein sehr, sehr geiles Shooter-Gameplay, sehr flüssig, sehr abwechslungsreich, einfach auch erfrischend, weil es einfach wieder neue Sachen reinbringt. Nein, es ist auch noch von dem Bioshock-Universum eine wunderbare Erweiterung, eine Fortführung. Wir sind nicht mehr unter Wasser, sondern auf einmal oben im Himmel. Alles so abstrakt und auf sowas kommt man doch erst gar nicht, ja? Also man wird in die Welt geworfen vom Bioshock Infinite, erlebt erstmal die ganze Welt dort und kriegt auch immer durch alle kleinen Nachrichten im Spiel die ganze Story dieser Welt mit. Und diese ganze abstrakte Geschichte, die einem dann erzählt wird von dieser Stadt im Himmel, ja? Und ja, man muss es ja mal spielen und ich möchte auch nicht spoilern, falls das irgendwer noch nicht gespielt hat. Shame on you, ja? Man muss es einfach gespielt haben und diese Story haut einen einfach nur um, weil die so tiefgründig ist, auf so vielen Ebenen, nicht nur gesellschaftskritisch, politisch und wie auch immer, auch auf noch viel mehr Ebenen, ja, kann man das alles interpretieren. Nein, auch einfach die Spielstory in sich, ja, die offensichtliche Story, ist am Ende so verworren und so kreativ, dass dieses Spiel, fernab davon, dass es einfach nur ein ziemlich geiler Ego-Shooter ist, ist so einfach fast nur Kunst. Ja, da sieht man einfach, dass Computerspiele Kunst sind. An solchen Spielen merkt man das eben wirklich, weil man merkt einfach, was für kreative Köpfe hinter so einem Spiel stecken, dass die auf sowas kommen und dass man auch so ein Spiel in einem durchzocken kann. Es wird nicht langweilig, es bietet so viel Abwechslung, sogar Wiederspielbarkeit und die Story macht einen dann auch noch tagelang, nachdem man das Spiel schon durch hat, regt es einen auch zum Grübeln an. Wir haben uns in Teamspeak gesetzt und haben erstmal diskutiert darüber. Ja, wie hast du denn das so? Ach ja, ja, ich dachte mir das so. Echt krass, ja. Wir haben diskutiert darüber, auch mit anderen. Dieses Spiel ist einfach ein Meilenstein der Spielegeschichte. Man wird noch jahrelang von diesem Spiel reden. Definitiv. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ich stimme da vollkommen zu. Denn jedes Spiel, das es schafft, Leute, die sonst nie was mit Physik am Hut hatten, die sagen, was ist das denn für ein Scheiß, dass die darüber nachdenken, wo in irgendeinem Raum, der noch nicht mal auf dem Hauptweg ist, der noch nicht mal auf dem Nebenweg ist, der irgendwo in dem hinterletzten Klo auf der linken Seite vorne rechts ist,
dort irgendwelche Gleichungen von einem elliptischen Körper, der in einer translatorischen Bewegung drin ist, mit einem verschobenen Schwerpunkt, wurden da aufgeschrieben und Leute haben sich darüber Gedanken gemacht, dass sie uns angeschrieben haben nach Motto, ey Jungs, wisst ihr, was das ist? Oder allgemein, es gibt hier mitten in ganze Foren, wo einfach Leute das zusammenwerfen und sich einander erklären, was das heißt. Das ist das erste Spiel, wo das Ende in allen möglichen Gamern, die sonst nie was mit Wissenschaft am Hut hatten, den Drang geweckt hat, sich mal über Quantenmechanik zu informieren. Und nicht, weil die alle gesagt haben, ich möchte gerne intellektuell, sondern weil das Ende einfach einen so geflasht hat. Man stand da so, wow, holy fuck. Dass man einfach wissen wollte und verstehen wollte, wieso das da ist. Gibt es wirklich sowas? Kann es wirklich sowas geben? Und haben Leute angefangen zu lesen. Und jedes Spiel, das es schafft, nicht nur durch Brüste, größere Waffen und Michael Bay-typischen Explosionen, die alle 5 Sekunden vorkommen müssen, zu schocken, sondern tatsächlich durch sowas Subtiles, was moderne Shooter mittlerweile scheinbar vergessen haben. Jedes Spiel, das es das schafft, verdient einfach auf Platz 1 gehoben zu werden. Weil es einfach etwas erreicht hat, was die aktuellen Shooter vergessen haben. Nämlich, was ist gutes Storytelling? Was ist subtiler Stil von einem Führen? Nicht von einem an der Hand nehmen, sondern von einfach einem zeigen nach dem Motto, da ist die Richtung, viel Spaß, genießt die Fahrt. Verdient Platz 1, kann man nicht anders sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war nicht zu enttäuscht und wir hoffen, dass die meisten Spiele, die ihr toll fandet, auch mit dabei sind. Es wird auch eine zweite Liste geben mit den 10 enttäuschendsten Spielen. Ganz wichtig, enttäuschendsten, nicht schlechtesten. Manchmal überschneiden die sich, aber es geht um die Spiele, die uns am meisten enttäuscht haben. Der Link dazu ist entweder jetzt als fette Anmerkung oder unten in der Beschreibung. Ansonsten bedanken wir uns für euch, für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass es euch einigermaßen gefallen hat. Falls ihr Anregungen habt, Kritik oder einfach mit uns diskutieren wollt, sagen wollt, wie ihr die Liste empfunden habt, was ihr reingenommen hättet oder was ihr rausgelassen hättet, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Ansonsten sage ich einfach mal auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.